Leute, wir haben einen neuen Loot-Shooter gesichtet aus der Third-Person-Perspektive und mit einem großen Schwerpunkt natürlich auf Loot sammeln, aber auch überleben. Die Rede ist von The Forever Winter und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an eViolet, der mir diesen Tipp gegeben hat. Wir können das Spiel bereits auf Steam finden, wenn wir gezielt danach suchen. Und hier werdet ihr sehen, dass es sich um einen taktischen Koop-Survival-Horror-Shooter handelt. Das heißt, die Welt, wie ihr auch schon sehen könnt, ist sehr düster gehalten. Es ist ein dystopisches Endzeit-Setting und ihr spielt in diesem Game nicht sowas hier, sondern eigentlich erstmal so einen Knecht hier, der sich irgendwie durchkämpfen muss durch diese Welt und dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit ordentlich an Power gewinnt und natürlich an gutem Loot. An dem Rucksack lässt sich schon erkennen, dass der Typ einiges tragen wird. Und so wird es uns wahrscheinlich dann auch widerfahren, wenn wir in dieses Spiel einsteigen. Die Welt ist extrem verwüstet. 40 Jahre lang haben sich zwei Supermächte die Schädel eingeschlagen, und zwar mit Hilfe von KI und Tötungsmaschinen, die sie aufeinander und auf die Menschheit losgelassen haben. Das heißt, die Welt liegt in Schutt und Asche und ihr seid hier sozusagen ziemlich abgefuckter Penner, der gucken muss, dass er überlebt und irgendwie durchkommt, mit Schusswaffengerät sich wahrscheinlich dann zur Wehr setzt gegen fiese, automatisierte, KI-gesteuerte Tötungsmaschinen. Und ihr lootet euch durch, werdet natürlich stärker, ob das in einer offenen Welt passiert oder ob das eher in solchen kleineren Instanzen ist, weiß ich noch nicht, kann man bisher leider nicht einschätzen, aber es sieht so aus, dass ihr auf jeden Fall mit anderen Spielern zusammenspielen könnt. Mit wie vielen genau kann ich euch leider nicht sagen, aber ihr werdet auf jeden Fall Gunplay dabei haben, ihr werdet Stealth dabei haben, das wird eine Rolle spielen, dass ihr euch vielleicht auch mal durchschleicht, wenn ihr möchtet, und ihr müsst Skilled Gunplay beweisen, also wirklich gut mit euren Waffenhandling umgehen und natürlich die Gegner abknallen, und zwar gekonnt, damit ihr überlebt. Was die Systemanforderungen angeht, könnt ihr euch auch jetzt bereits schon ein Bild machen, was hier geboten sein wird. Also es werden schon 16 GB RAM erwartet. Vergleichbare Produkte listet Steam hier aus, wie Aliens Fireteam Elite, World War Z, Synced, The Division 2, GTFO. Aber da muss man auch nicht immer so viel drauf geben. Es ist zumindest mal eine grobe Einordnung, wo sich dieses Game etwa bewegt, genretechnisch. Was auch noch mega spannend wird, ist, dass ihr auf der offiziellen Webseite zum Zeitpunkt meiner Aufnahme seht, dass es eine Übermittlung geben wird. Also eine Ankündigung wird wahrscheinlich auf uns warten. Und zwar in 3 Tagen, 9 Stunden, 42 Minuten und 15 Sekunden hier gerade. Das bedeutet, wenn ich es jetzt richtig zähle, am 7. März sollte, ich glaube um 18 Uhr, wenn ich es jetzt richtig verstehe, oder um 19 Uhr, wird es wahrscheinlich eine Ankündigung geben zu diesem Game. Und da kann man wirklich mal sehr gespannt sein. Das Team besteht aus AAA-Leuten, die in AAA-Studios beschäftigt waren, sich dementsprechend auch mit der Materie auskennen und, denke ich mal, wissen, was sie tun. Das sieht man eigentlich, finde ich, auch an den Visuals, wie es bisher präsentiert wird, wie das gesamte Game Design aussieht. Und wie gesagt, ich kann nur gespannt sein, was da auf uns wartet. Vielleicht ein neuer, geiler Loot Shooter von einem Studio, das sich hier auf jeden Fall einen Namen machen will weiterhin. Und das begrüße ich tendenziell immer. Ihr könnt's bei Steam auf die Wishlist setzen. Den Link packe ich euch unten irgendwo in die Videobeschreibung oder in die Kommentarspalte rein. Und macht das natürlich gerne, wird dem Studio mit Sicherheit helfen, um hier weiterzukommen. In diesem Sinne, lasst mir auch gerne euer Feedback da. Was haltet ihr von dem Game? Sieht das gut aus? Könntet ihr euch das vorstellen zu zocken? Ich mir auf jeden Fall. Könnte eine gute Runde Spaß werden. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video vielleicht. Macht's gut, Leute. Und tschüss.